nachher nicht, wenn Sie meine Überreste einzeln einsammeln müssen. Regen Sie sich ab. Wir sind ja bald zurück. Was ist denn das jetzt wieder? Es sieht aus, als wäre es an die Wand genagelt. Diese widerliche Teufelsfratze hat sich wahrscheinlich mit Genuss selbst gekreuzigt. Abstand halten! Das ist mir nicht geheuer. Wenn es sich bewegt, Feuer eröffnen. Okay, was zur Hölle bist du? Ja. Naja, also wir werden es wahrscheinlich wohl angreifen müssen. Okay. Ach, guck mal, wir haben hier auch ein bisschen Spielraum. Vielleicht werden hier auch noch andere Gestalten irgendwie auftauchen. Aber ich sehe leider keine Kiste oder so. Und wir sind jetzt nur noch zu dritt. Juti, hast du irgendwie ein Angriffsschussfeld oder irgendwas? Da scheint es mir. Messia. Okay. Du hast nur das eine Feld hier vorne. Es ist interessant. Horvitz ist mal recht mutig und was tun wir ihm? Wir könnten natürlich eine Granate oder so mal loswerden. Ein Granatwerfer hier. Wow. Nee, das kommt an das Feld nicht ran. Dann versuchen wir es mit dem Schießgewehre. Scheint mir auch blockiert zu sein. Also wir können nur es geradeaus angreifen. Damit würde ich hier hinkommen. Da ist aber sein Schussfeld erst. Okay, nee, das nützt alles nichts. Trantinier, du gehst mal hier lang. Und ich hoffe, uns fällt nichts in den Rücken. So, dann gehen wir mal alle hier so ein bisschen auf Verteidigung und mal schauen, was das Viech tut. Bisher gar nichts. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, ob dieses Feld hier überhaupt beschießbar ist oder ähnliches. Sullivan, du kommst mal hierher. Und dann, da ist das Feld. Na super. Nahfallenwerfer bringt uns jetzt auch nicht viel. Ja, das Feld davon scheint nicht angreifbar zu sein oder irgendwas. Ich weiß nicht. Gut, du stellst dich mal daneben. Mit der Schrot müssten wir eigentlich drauf schießen können. Nein, auch außer Reichweite. Das ist doch irgendwie komisch, oder? Ja, dann aber mit dem Gewehre, oder? Flammenwerfer würde bis dahin zwirbeln. Nee, das ist alles nichts. Dann würde ich versuchen, mit dem Gewehr einmal drauf zu schießen. Verfehlt! Ja, super. Ja, Ovic kann von da aus, glaube ich, auch nicht viel machen. Die Granate bringt ja auch nichts. Könnt sich immer hier näher ranstellen. Ah, jetzt können wir zum Beispiel mit der Granate hin... Verfehlt! Mit einer Granate? Hallo? Geht es noch? Okay. Ich bin gespannt, was er jetzt so treibt. Gar nichts. Spielzug Gegner. Kann man an dem vorbeilaufen und dann ist gut oder wie? Ich habe keine Ahnung. Dezent. Vielleicht mit der Pistole mal versuchen zu betäuben. Betäubungsschutz. Na, wer hätte das gedacht? Es ist feierlich. Ovic, mit der Axt vielleicht mal oder so. Ja, mit dem Granatwerfer ist jetzt ein bisschen schlecht. Moment, wo war sie denn? Wo war sie denn? Wo ist denn deine Axt? Jawohl, vielleicht treffen wir dich auch mal. Ah, mittlere Panzerung. Gut, hätten wir wieder was in Erfahrung gebracht. Und, ja.
Vielleicht, nee, so wird das nix. Da kann er gar nicht. Das ist ja blöde. Wenn ich eins zurücktrete und dann so mache. Verfehlt! Na sicher! Ich glaube es nicht. Ach du Schande. Na gut, das Gegenangriff. Muss aufladen, ja. Schade. Okay. Ovich. Nochmal mit der Axt, bitte. Das scheint ihm am meisten zu zwirbeln. Und dann stellst du dich zur Seite. Ja, da stehst du, glaube ich, gut. Dann hätte ich jetzt auch so halbwegs... Okay, das muss ja noch aufladen. Das wäre jetzt sehr schlecht. Trantinier, ich gehe mal einen Schritt zur Seite. Wollen wir es wirklich damit versuchen? Oh, Waffenskill verbessert. Das Teil haut rein, ne? Finde ich auch. Das ist schön. Ja, ich kann mich jetzt gar nicht anders drehen als so, ne? Oder ganz, das ist schlecht. So, Trantinier, geh du auch mal hierher. Und dann vielleicht ein bisschen Eis. Aha, Gefrierschutz. Gut zu wissen. Dann stellst du dich hierher und drehst dich nach da. Das ist genauso schlecht. Na gut, aber... Und klatsch! Ja, von der Seite, das war jetzt ganz schlecht. Aber ich konnte sie leider nicht zu ihm drehen. So, Ovich, du weißt Bescheid. Nee, du bist gerade blockiert. Dann Trantinier. Mit was denn jetzt? Ja, gehen wir doch mal auf Tuchfühlung mit dem guten Stück. 7 Punkte und dann würde ich sagen, du stellst sie hier in die Kiste. Das ist schon mal sehr gut. Sullivan, du gehst mal einen Schritt nach vorne. Und nochmal mit dem Flammenwerfer versuchen. Wird aufgeladen. Ach Mann! Das wird aufgeladen, das wird aufgeladen. Und was haben wir noch? Die Pistole. Das Gewehr. Ich wette, das geht daneben. Nee, es hat getroffen. Wunderbar. 26 noch. Dann gehst du mich jetzt hier zur Seite. Weil seitlich kann er einem wohl scheinbar nichts tun. Und Ovich hackt ihm nochmal einen auf die Nase hier. Und ja, der kommt jetzt nicht mehr weg. Jetzt lasse ich ihn einfach hier in der Mitte stehen. Und er müsste der Einzige sein, der was um die Ohren gepfeffert kriegt. Ich sag ja mal nur, man muss wissen, wie der Gegner agiert und alles. Und dann kriegst du es auch brühwarm zurück. Yay! Und damit ist dieses Messia auch von seinen Qualen erlöst und wir hoffen doch auch, dass alle Monster... Ovich, Trantin, sichern Sie das Gelände. Ich baue einen Comlink zum Hauptquartier auf. Die werden erfreut sein zu erfahren, dass wir das Labor gefunden haben. Sullivan hier. Geben Sie mir General Lamere, Code Alpha. Code bestätigt. Digitaler Stimmverzerrer aktiviert. Kommsatzverbindung nun gesichert. Sullivan? Na, da haben Sie sich aber Zeit gelassen, mein Junge. Wir hatten hier ein paar kleine Probleme, Sir. Was soll's? Übericht kann warten. Haben Sie das Labor gefunden? Jawohl, Sir. Ich speise Ihnen gerade die GPS-Koordinaten ein. Ausgezeichnet, mein Junge. Wusste schon immer, dass ich auf Sie zählen kann, wenn das Spiel auf der Kippe steht. Als Spiel würde ich das hier nicht bezeichnen, Sir. Verstehe. Halten Sie einfach die Stellung. Ich informiere das Evakuierungsteam. Over and out. Okay. Ja, ich wurde jetzt natürlich durch diesen Dialog ein wenig unterbrochen. Aber natürlich hoffen wir, dass es nach dem Leben auch, ja... sprich dem Tode, auch eine schöne Erlösung gibt für alle, die auch brav waren, so ungefähr, ne? Ja.
So, ja, die Dame ist jetzt nicht mehr da. Hier haben wir eine Treppe. Kann man da hochgehen? Nein. Okay, hätten wir das auch schon mal geklärt. Also müssen wir nach dort lang. Und das sieht mir nicht freundlich aus. Da hinten sehen wir schon eine Kiste. Ah, hier ist eine Tür. Zum Reaktor. Ich glaube, wir nehmen erstmal die Kiste, oder? Ja. Kisten am Vorrang. Holzkiste öffnen. Wunderbar. Jetzt kriegen wir noch mehr Munition. Pflaster. Und noch ein Gefrierer. Sollte uns das zu denken geben? Ich glaube, ja. Wenn wir noch so ein Gefrierteil kriegen, wer hat es denn jetzt wieder genommen? Orbitsch, oder? Nee? Sullivan diesmal. So zwei... Nee, hat er auch nicht. 5-2, okay. Ja, er hier ist auch ein bisschen overdosed. 6 Pflaster. Gib mal ihm 2 und ihm 2. So, Orwitsch. Ach, warte mal. Genau. Ach, ist doch wunderbar. Weil ich wollte es auch Orwitsch und Trantinier mehr geben. So die Sachen, die eineisen oder betäuben und pipapo. Ja. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Dementsprechend ist auch alles relativ gut verteilt. Und ich würde sagen, oh, da oben ist ein Zug. Cool, da ist ein Tuff-Tuff. So, ich würde sagen, wir speichern jetzt mal hier kurz zwischen unter dem nächsten Spielstand. Und dann schauen wir mal kurz hier in die schöne Reaktorteil rein. Kann man da hoch? Nee, auch nicht. Wo sind wir hier zum Geier? Ah, hier hinten war doch auch eine Kiste. Ah, kommt man hier irgendwie lang? Ja. Diese Apparatur. Was in aller Welt ist das? Da erinnert mich irgendwie an die Maschinerie, die wir damals in dieser Giftgasfabrik im Jemen entdeckt haben. Aber eigentlich habe ich keinen Schimmer. Irgendwie wundert mich das nicht, Ovitch. Wie meinen Sie das, Commander? Ach nichts, vergessen Sie's. Sieht aus, als hätten wir hier ein kleines Problem. Gebt ihm alles, was wir haben. Ja, Dämon, ich schätze, ein infernalischer Tod im Kugelhagel ist genau dein Stil, oder? Oh, oh. Ja gut, die Warnung mit dem Problem hätte ich vielleicht nicht in den Wind schlagen sollen. Inkubus. Okay, davon haben wir gleich 2. Die sehen aber extrem irgendwie komisch aus. Und unseren Betäuber wieder. Bei dem wissen wir natürlich über nichts Bescheid. Gebt ihnen alles, was wir haben. Ja, wie wär's damit? Ja, ich finde den toll. So, jetzt ist die Frage, bist du nah, weit oder was für ein Kämpfer? Ich stelle mich mal so rum hier hin. Da ist der Tisch. Kommt er hinten rum? Ja. Aber mit dir müssen wir so ein bisschen Ringlerange Rose, glaube ich, spielen. Alles, was wir haben. Mal gucken, was so der Granatwerfer hergibt. 32. Witz, komm raus.
Okay, jetzt hoffe ich, der ist ein bisschen abgelenkt davon. Und dieser Inkubus, ich weiß nicht, ich kann ja mal versuchen, ihn ein wenig einzuheizen. Oh ja, das hat gewirkt. Das